Das Unternehmen, um das es gleich gehen wird, das kann man hier in der Nähe, 20 Kilometer weit weg, schon von Weitem erkennen. Und zwar an den Wannen, die über Leimen hängen, schweben, fahren. Da läuft, glaube ich, Zement drin, oder? Da läuft das Rohmaterial drüber, ja. So, genau. Also das weiß ich ja nicht, weil ich sehe es ja nur von unten, sehe immer nur die Wannen. Also es geht um ein Unternehmen, oder eigentlich muss man eher sagen, um ein Shared Service Center, das dieses Unternehmen gebildet hat, um effizienter zu werden. Also das ist schon mal die eine Stufe, um mehr Effizienz in Dienstleistungen in dem Fall reinzubringen, Buchhaltung und Personalabrechnung. Und das Zweite, glaube ich, ist, was man sagen kann, es wird noch, oder die Effizienz wird noch getoppt, indem ihr KVP, Lean, Six Sigma und so weiter eingeführt habt. Das heißt, wir kommen jetzt zu einem Beispiel aus der Gegenwart, zu einem Beispiel Lean und KVP Prozessoptimierung im Büro, also nicht in der Produktion. Und das wird vorstellen Jan Bieler, hat gestern erzählt, stolzer Vater einer acht Monate alten Tochter. Er ist Betriebswirt und seit 5 Jahren Teamleiter für Projekte und Prozesse. Und was er uns zeigen wird, was bei der Heidelberg Zement Shared Services GmbH gut läuft, gut gelaufen ist, nicht so gut gelaufen ist. Er wird auch den Finger in die Wunde legen, was man nicht tun sollte bei der Einführung von Lean und welche Erfahrungen er damit gemacht hat, darüber wird er jetzt berichten. Und danke. Bühne frei für Jan Bieler. Erstmal vielleicht zum Titel Lean Administration. Wie gelingt KVP im Shared Service Center? Du hast es gerade genannt, was nicht funktioniert hat bei der Einführung von Lean. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt, was wir machen, überhaupt Lean ist. Ich kann auch zu der Frage vorweg, ich werde darauf keine Antwort geben können. Ich werde nur so ein paar Sachen geben können, ein paar Erfahrungen eben wiedergeben können, was wir so versucht haben in der Verbesserungsarbeit seit der Gründung des Shared Service Centers. So ein paar Elemente mal zeigen, was ganz gut gelaufen ist und wo es vielleicht nicht ganz so erfolgreich war. Und vielleicht auch ein bisschen beleuchten, warum möglicherweise nicht. Zum Unternehmen Heidelberg Zement. Wer kennt es überhaupt? Ja, alles. Oder wer kennt es nicht? Mal umgekehrt gefragt. Okay, sind doch ein paar dabei. Bis vor ein paar Jahren hat auch Bekannte von mir, wenn ich gesagt habe, ich arbeite bei Heidelberg Zement. Heidelberg Zement, wer ist das? Also das war irgendwie, ist es immer nur so als kleines Unternehmen aus Heidelberg vielleicht wahrgenommen worden. Hat sich aber in den letzten 10, 15 Jahren ganz schön entwickelt. Vielleicht mal ganz grob. Oh ja, genau, warum KVP überhaupt? Darüber sind wir gestolpert in der Lean Office Studie. Das Fraunhofer Institut wurde ja gestern schon ein paar Mal genannt. Und da kam irgendwie raus, in der Administration hatten alle Unternehmen, die da befragt wurden, gesagt, 27% schätzen sie, ist da mindestens drin. Was auch immer die 27% heißt. Effizienz. Oder 27% Mehrwert, der dadurch generiert werden kann. Jedenfalls klingt erstmal super. Ganz kurz nur nochmal zum Unternehmen Heidelberg Zement, also dass man sich so ein bisschen vorstellen kann, in welchem Umfeld wir uns da gerade bewegen. Heidelberg Zement wurde 1873 bereits gegründet und ist heute einer der größten Baustoffhersteller der Welt. Hat eine ordentliche Entwicklung mitgemacht, zuletzt 2016, jetzt noch mit einem Kauf von Italcementi, und hat mittlerweile 63.000 Mitarbeiter weltweit. Und es sind da, ups, Hammer, so bin ich gesprungen, 63.000 Mitarbeiter weltweit, sind Nummer 1 bei Zuschlagstoffen, Nummer 2 auf der Welt bei Zement, Nummer 3 bei Transportbeton. Und ja, das ist doch eine ganz ordentliche Entwicklung in den letzten Jahren gewesen. Hier sieht man nochmal so ein bisschen die Verteilung, was es auch nicht wichtig ist. Und hier irgendwo zwischendrin, wenn man so will, wo ist der? Da drin
im deutschen Markt befindet sich unser Shared Service Center. Warum wurde das gegründet damals? Ich überspringe jetzt mal. Habe ich ja gerade gesagt, Kerngeschäft, Zement, Zuschlagstoffe und Transportbeton. Warum wurde das damals gegründet? Zwischen 2000 und 2005 hat die Baubranche einen kleinen Knick gemacht und wir hatten gleichzeitig wurden viele Werke, viele Gesellschaften, was Transportbeton, Kieswerke und so weiter, wurden bei der Vergrößerung dazugekauft. Und jeder einzelne von diesen Gesellschaften hat mehr oder weniger ihre eigene Buchhaltung gemacht. Und darum geht es in unserem Shared Service Center. Und da hat man gesagt, es geht doch irgendwie effizienter. Wenn wir doch schon so groß sind, kann man das doch möglicherweise, wenn man das zentralisiert gestaltet, ein bisschen effizienter machen. Also der Gedanke war tatsächlich, wir gucken, dass wir die Buchhaltung zentralisiert durchführen für alle deutschen Gesellschaften. Das war das Ziel damals. Und damit hat man das Shared Service Center gegründet und mittlerweile sind das unsere Kernprozesse, die dort ablaufen. Also wir haben hier Rechnungsausgangsverbuchungen von der Rechnungsstellung bis zum Zahlungseingang, inklusive Forderungsmanagement gehört dazu, Rechnungseingangsbuchung gehört dazu, Kreditorenbuchhaltung, Personalabrechnung, Hauptbuchhaltung, machen die ganzen Jahresabschlüsse und begleiten die Gesellschaften mit den operativen Werten. 2006 gestartet mit damals rund 40 Mitarbeitern, heute sind wir ca. 120, können noch ein paar drüber sein. Von Anfang an hat man einen starken Fokus auf IT-gestützte und automatisierte Prozesse gesetzt. Also der Gedanke bei einem Shared Service Center ist ja wirklich erstmal zu zentralisieren, dann zu standardisieren und dann zu gucken, was man daraus noch aus diesen Standards noch optimieren kann. Und da kommt man irgendwann, nicht wie jetzt bei der SABAG gesehen, kommt man irgendwann um die IT nicht mehr drum rum, weil das ist eigentlich so das Getriebene. Nicht Getriebene, sondern das ist unser Tool, das wir in der Buchhaltung einfach nutzen. Das Shared Service Center selber ist mittlerweile eins von, ich weiß nicht, über 40 oder noch mehr, weltweit. Also das mit den anderen gibt es natürlich auch Austausch, aber es ist auf jeden Fall eins der größten mit England zusammen, das wir haben. Und natürlich auch Benchmark und häufig für Pilot für neue Projekte, wenn neue Software oder neue Prozesse eingeführt werden, dann sind wir immer mittendrin. Was vielleicht ganz besonders ist, seit der Gründung 2006 bis heute haben wir es geschafft für unsere Kunden, und das war ja gestern auch die Frage, was haben die Kunden denn eigentlich davon, haben wir es tatsächlich geschafft, die Leistungspreise, also das, was wir in Leistung erbringen, tatsächlich stabil zu halten. Und das ging natürlich nicht ohne die ganzen Verbesserungen durchzuführen. Und was wir da gemacht haben, werden wir jetzt gleich auch nochmal sehen. Auch wichtig zu erwähnen ist vielleicht, weil man immer fragt, ja, bei diesen ganzen Verbesserungen, wo bleibt denn da eigentlich der Mitarbeiter oder der Kunde? Also Umfragen, ob man denen jetzt so hundertprozentig glauben kann oder nicht. Und jedenfalls, die Umfragen zeigen, intern wie extern bei unseren Kunden, die Noten, die dabei rauskommen jedes Jahr, sind echt super. Also 2 und besser, wenn man anderen Beratungen dann Glauben schenken lässt, dann ist das schon ein super Ergebnis. Und die Rückmeldung, die persönlichen, die man so kriegt, ist eigentlich auch ganz gut. So, jetzt sage ich mal so ein bisschen was über also die Dinge, die wir bei uns einsetzen. Automatisierung ist ja ein großes Thema, habe ich ja gerade schon genannt. Und die Frage, gestern hatten wir schon ein paar Mal das Industrie 4.0, ist es denn schon, wenn man automatisiert, gehört es denn schon dazu oder nicht? Oder was braucht man denn da überhaupt? Für uns auch immer die Frage, Segen oder Fluch? Ich denke, mit der Erfahrung, die wir jetzt gesammelt haben, können wir ganz klar sagen, das ist beides irgendwie. Ohne die Automatisierung wären wir jetzt gar nicht so effizient, so effektiv unterwegs. Was gehört da zum Beispiel dazu? Also mittlerweile, wenn man sich so vorstellt, Eingangsrechnungen, wenn die verbucht werden, also früher war das so, man hat irgendwann die Rechnung bekommen und dann hat man das irgendwo in die Buchhaltung gebracht und die Buchhaltung hat dann die Rechnung irgendwo ins Buchhaltungssystem eingetippt und irgendwann, je nachdem, was dann da drauf stand, auch gezahlt.
Und heute mittlerweile läuft das ein bisschen anders. Teilweise kommen die Rechnungen mittlerweile elektronisch rein. Die Daten, die da drin stehen, werden automatisch ausgelesen zum Teil. Klar, wenn sie elektronisch sind, sollte man die Daten auch nutzen können. Und selbst wenn sie per Papier reinkommen, dann werden sie über OCR, nennt man das, ausgelesen und können dann genauso verarbeitet werden. Und wenn in SAP oder im ERP-System dann die richtigen Informationen schon drin sind, Bestellungen beispielsweise, dann können die sogar automatisch verbucht werden. Und durch diese Automatisierung können wir mittlerweile fast 60% aller Eingangsrechnungen, ohne das überhaupt nochmal anzupacken, tatsächlich ins System bringen. Und die werden dann auch mehr oder weniger automatisch bezahlt. Also das ist schon ein Riesenfortschritt. Und ohne das könnte man mit der Personalstärke, die wir heute haben, die Leistungen gar nicht zur Verfügung stellen. Also von daher ist es schon ein Segen, wenn man so will. Und das macht unsere Arbeit erst möglich in der Art. Und Fluch gleichzeitig deshalb, weil wenn dieses, hatten wir gestern vom Herrn Soder die Frage, wenn dieses System mal irgendwo einen Haken hat oder mal nicht funktioniert, wo schlägt es dann durch? Und wenn so ein Workflow-System oder die IT mal nicht funktioniert und es mal einen Tag lang steht, am Ende, wo hängt's? Naja, bei den Mitarbeitern am Ende. Weil die müssen das irgendwie versuchen, dann aufzuarbeiten. Und wenn die nur noch so wenig sind, dann kann man sich vorstellen, wie man da ziemlich schnell an die Belastungsgrenzen kommt. Also von daher Fluch und Segen. Wir kommen gar nicht dran vorbei. Aber ich denke, der Umgang damit erfordert dann auch andere, Buchhalter müssen heute anders denken, müssen heute anders handeln, denke ich. Weil viel mehr auch gemonitort werden muss, viel mehr geschaut werden muss. Versteht man überhaupt noch, was die Systeme da hinten dran machen? Also wenn man aus der Buchhaltung von früher kommt und sagt, ich weiß, was ich zu buchen habe, soll anhaben und am Ende muss es im System sein. Und heute müssen wir die Systeme selbst verstehen und die Mechanismen dahinter verstehen, dass es überhaupt funktioniert. Also das soweit dazu. Betriebliches Vorschlagswesen, das war auch so ein Ding, wir wollen ja besser werden die ganze Zeit. Wir hatten dann, ich glaube 2008, 2009, man geht natürlich auch in andere Unternehmen, schaut sich mal ab, was da so gut funktioniert und alle großen Unternehmen haben irgendwie ein betriebliches Vorschlagswesen, also muss es für uns auch gut sein. Was dann eingeführt wurde, ist tatsächlich die Möglichkeit, man hat so Zettelchen genommen und dann gesagt, liebe Mitarbeiter, wenn ihr Ideen habt und Verbesserungen habt, schreibt doch eure Ideen da drauf. Es müsst noch nicht mal von anderen Bereichen, ihr könnt sogar euren eigenen Arbeitsplatz damit verbessern. Schreibt die Ideen auf, dann schmeißt sie in den Briefkasten und dann wird es geleert und irgendwann sitzt ein Gremium da drüber und guckt sich das Ganze an und bewertet, ob das super ist oder nicht, ob es umgesetzt wird oder nicht. In der Anfangszeit, es kamen sogar sehr überraschenderweise viele Ideen rein. Und was man tatsächlich da ein bisschen unterschätzt hat, ist, wenn die Zeit, bis man darauf reagiert, wenn die ein bisschen langgezogen wird, was passiert dann beim Mitarbeiter? Irgendwann ist er so frustriert und das ist tatsächlich passiert. Man hat sich da noch nicht so wirklich Gedanken gemacht, wie man das ausgereift gestalten kann. Und die Ideen, ja, die sind dann irgendwann weniger geworden. Und wenn man die Mitarbeiter gefragt hat, warum reicht dann keine Ideen mehr ein? Dann sagt, das interessiert ja sowieso keinen. Ja. Also wir haben dann trotzdem nicht aufgegeben. Dann haben das Ganze dann gesagt, okay, vielleicht wenn es elektronisch gemacht wird, wird es vielleicht ein bisschen besser. War auch tatsächlich so, weil dann der Weg vom Briefkasten des Leeren hat sich dann verkürzt. Wir haben dann aufgehört, dass man über die Ideen, dass dann Betriebsrat und Geschäftsleitung, wer auch immer dann dazu drüber sinniert und sich streitet, was denn jetzt damit gemacht wird. Also wir haben immer noch so eine Art Durchlauf, da wird geguckt, ist es denn tatsächlich eine Idee oder nicht, oder war es schon mal da. Es wird auch ein bisschen prämiert, wir haben gesagt, so 10 Euro ist es auf jeden Fall wert. Und in der Zwischenzeit
haben wir es auch tatsächlich geschafft, die Reaktionszeiten so weit zu verkürzen, dass man sagt, man guckt sich das regelmäßig an. Und das Wichtige war, glaube ich, dass die Führungskräfte das ins Bewusstsein bekommen, sie sind dafür verantwortlich, wenn da was reinkommt, mit den Mitarbeitern in den Dialog zu kommen. Und das ist eigentlich das Wichtige daran. Das macht es transparent, das ist ein Vorteil. Ich finde die Transparenz, dass da eine Idee da ist und dass sie nicht verloren geht, sondern wirklich auch bearbeitet wird, das ist toll. Dennoch gibt es heute, komme ich vielleicht später nochmal dazu, vielleicht auch Möglichkeiten, wo man sagt, das muss vielleicht gar nicht mehr sein, je nachdem, wie man weiter vorgehen müsste. Ich lasse es einfach mal so stehen. Also es hat in der Zwischenzeit gut funktioniert, weil wir kriegen so pro Mitarbeiter im Schnitt 2 bis 3 Ideen im Jahr und ziemlich viel werden davon umgesetzt, auch in einer kurzen Geschwindigkeit. Und die Mitarbeiter sehen mittlerweile, ja, sie können sich daran beteiligen. Die Frage, wie kann man sie noch anders mit einbinden, dass es vielleicht doch noch besser gehen könnte. Wir haben auch ziemlich früh, wir haben auch bei der Gründung vom Shared Service Center mit Beratungen gearbeitet und die haben dann auch gesagt, wir brauchen unbedingt Leistungskennzahlen, Service Level Agreements, die wichtig sind, dass wir unseren Kunden natürlich auch sagen können, wie gut wir denn unterwegs sind und dass wir intern sagen können, ja, was muss man denn noch verbessern. Mit der Zeit hat man dann, nachdem mehrere Shared Service Center gegründet wurden, hat man dann auch gesagt, ja, wir müssen die Shared Service Center untereinander ein bisschen vergleichen können, um dann auch mal Ziele vorgeben zu können. Und da ist eine ganze Latte mittlerweile an Kennzahlen und KPIs zusammengekommen. Wenn man die Mitarbeiter fragt, ja, kennt ihr die denn eigentlich? Dann sagen sie, ja, möglicherweise, ich habe schon was davon gehört, aber ich weiß gar nicht, was ich damit anfangen soll, weil die bringen wir ja gar nichts. Und selbst bis die Führungskräfte sagen, teilweise zu den Kennzahlen, die bringen wir ja gar nichts. Das haben wir die zwar zum Benchmarking gehabt, untereinander, und dann kommt man zumindest mal in den Dialog, aber das macht die Kennzahlen noch nicht wertvoll. Und was wir auf jeden Fall gelernt haben, ist, die Kennzahlen selber oder die KPIs, die wir da haben, die sind nur dann wertvoll, wenn man dann da fragt und die hinterfragt, was steckt denn dahinter? Und dann in die Analyse geht und dann mal schaut, ja, was ist denn da unten tatsächlich los? Und das macht es so spannend und wichtig, die zu haben und die dann zur Steuerung zu haben. Und nur zwischendrin haben wir gesagt, das, was man da oben an Group und so weiter meldet, das bringt uns nichts. Und irgendwann haben wir gemeint, jetzt müssen wir uns intern mal zusammensetzen mit Mitarbeitern, mit Führungskräften und sagen, was brauchen wir denn hier in den Teams zur Steuerung, was hilft uns denn täglich und was hilft uns denn zur Arbeit? Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Haben wir jetzt auch gemacht und letztes Jahr dann ein paar neue kreiert, die nicht gemeldet werden, aber für uns genutzt werden und die versuchen wir jetzt wirklich in den Teams reinzubringen und zu nutzen. Das ist ganz frisch. Also das zeigt aber jetzt schon, mit denen kann man auch was anfangen. Group-Kennzahlen, dafür sollte es eigentlich sein. Und wir wollen jetzt eher in die hier Prozessmonitoring, in ja, die Verbesserungen am Ort des Geschehens. Da wollen wir mehr einsteigen. Irgendwann sind wir dann auch auf das Thema Six Sigma gekommen. Wir haben ja viel mit Transaktionen zu tun, also so 300.000 Eingangsrechnungen pro Jahr, die gebucht werden mit fast 3 Millionen Positionen. Das ist schon ein Mod und da gibt es einen Haufen Informationen und Daten, die zur Verfügung stehen. Und da liegt es ja nahe, sagt, okay, wenn da viele Fehler passieren und wenn man so viel Nacharbeit hat und so viel Arbeiten, die möglicherweise unnötig sind, dann kann man doch die Daten und Informationen besser nutzen. Und dann hat man gedacht, jetzt gucken wir mal mit Six Sigma, das läuft in der Produktion schon ganz gut, das machen wir bei uns jetzt auch. Dann wurden einige Führungskräfte und teilweise auch Mitarbeiter da kräftig ausgebildet. Und wir haben erste Projekte gestartet und da sind teilweise sogar wirklich gute Ergebnisse rausgekommen. Hat mal gesagt, ein Beispiel, wir haben immer wieder, wenn wir Rechnungen rausgeben oder wenn wir Rechnungen dem Kunden geben und dann kommt irgendwann die Zahlung. Die Zahlung muss ja dann den Rechnungen zugeordnet werden. Und da war unser Ziel auch,
Ja, wenn da die alle Informationen in der Zahlung drinstehen, Rechnungsnummer, Betrag und so weiter und alles passt, warum kann das System denn eigentlich nicht machen? Und da war, in SAP hatten wir da die Möglichkeit, das automatisch zu machen, aber das waren nur, ich weiß nicht, 60% von allen Zahlungen, die da reinkommen, die hatten wir dann irgendwie zuordnen können. Aber da waren so viele dabei, er sagt, das müsste doch eigentlich passen, da steht alles drauf und das müsste doch eigentlich passen. Und dann hat man sich auf die Suche begeben, eben mit so einem Projekt, wie kann man das verbessern, hat die Mitarbeiter gefragt, was sind denn die Einflussfaktoren? Dann haben sie gesagt, oh, die fünf, die sind's. Und nachdem man dann mit dem Projekt durchgestartet ist, hat man dann irgendwie rausgefunden, nee, die fünf, die sind's wirklich nicht, sondern es sind 25 andere. Und dafür war es wirklich ganz gut. Und da konnte man das wirklich lösen, ist dann auf die Idee gekommen, dann sagt, mit der Software, die wir haben, das funktioniert es nicht, und hat dann eine neue eingeführt. Und da ist man mittlerweile bei 85% gelandet. Was dann schon eine ordentliche Verbesserung ist. Also das hat schon was gebracht. Nur was dann passiert ist, da waren die ersten Pilot- und Trainingsprojekte dann zu Ende. Und dann haben wir gesagt, ja, warte mal, jetzt können wir gar nicht mehr so viel damit bewirken und eigentlich müssen wir doch unser Tagesgeschäft machen, wir müssen doch die Abschlüsse buchen und so weiter. Und dann ist es wieder alles eingeschlafen. Also der Mehrwert bei den, sowohl bei den Führungskräften als auch bei den Mitarbeitern ist ja nicht gesehen worden. Und was auch wahrgenommen wurde, ist, das ist alles so von oben nach unten getrieben gewesen. Man sagt, da kümmert sich ein Experte darum, der geht jetzt durch das Unternehmen, analysiert, ähnlich wie so ein Berater, und sagt jetzt dann, wie es am Ende dann laufen soll. Und das ist nicht so wirklich gut rübergekommen. Von daher war das auf der einen Seite ganz gut und auf der anderen Seite am Ende dann doch nichts. Und es ist viel Geld dafür draufgegangen. So, und jetzt haben wir dann, ich habe vorhin die Lean Office Studie mal genannt. Die sind dann irgendwann, ich habe ja dann auch mal so ein Lean Six Sigma, das ist ja schon eine schöne Kombination, Lean Six Sigma Ausbildung gemacht. Wer Six Sigma kennt und oder beziehungsweise, ja, was war denn in der Ausbildung so besonders? Warum heißt es auf einmal Lean? Weil man gesagt hat, mit Lean-Methoden kommt man vielleicht in Verwaltungsbereichen besser zurecht. Und die Ausbildung war eigentlich in der Form, dass man einfach nur zu diesem ganzen Six Sigma-Konstrukt noch ein paar Methoden zusätzlich gelernt hat. Und wir haben jetzt heute auch schon mal gehört, die Methoden alleine, die bringen es wirklich nicht. Ja, und ich habe es auch tatsächlich nach meiner Ausbildung nicht wirklich verstanden, was mache ich denn jetzt damit? Also, und wofür brauche ich jetzt genau diese Lean-Methoden? Und nachdem uns dann die Lean-Office-Studie mal in die Hände gefallen ist, und dann standen da sowas wie, ja, so, das sind Schlüsselerfolgsfaktoren, hatten dann die Unternehmen genannt, die uns wirklich vorwärts bringen können. Da sind dann Schwachstellen aufgedeckt worden, sagt, warum Lean denn nicht funktioniert. Und es hat so ein bisschen, zumindest bei uns intern, mal die Augen geöffnet und gesagt, okay, warte mal, da stecken ja Denkweisen und Prinzipien dahinter, die uns und Haltungen dahinter, die uns vielleicht besser helfen können. Und das spielt eigentlich, jetzt sind wir wieder so ein paar Begriffe da, das spielt eigentlich gar keine Rolle, ob man das Lean, Kaizen oder sonst wie nennt. Und KVP, wenn man da fragt, was macht man denn mit KVP? Die Mitarbeiter, die sagen, können heute noch nicht sagen, was KVP ist. Und sagen, der Begriff, naja. Und wenn wir mit Lean jetzt starten würden, vom Begriff her, wäre das wahrscheinlich genauso. Von daher haben wir gesagt, wir lassen das vielleicht dann doch eher. Und gucken mal, ob wir nicht einfach den gesunden Menschenverstand einsetzen können. Allerdings gibt es ein paar Denkweisen und Richtungen, die wo man sagen können, da können wir uns doch Gutes abgucken. Man sagt, warum funktioniert ein Shopfloor-Management bei anderen Unternehmen so gut? Heute haben wir es schon gesehen, das spielt ganz, ganz groß die größte Rolle oder eine der größten Rollen ist die Kommunikation, die dann auf einmal stattfindet. Und da haben wir auch ein paar Sachen ausprobiert. Wir haben gesagt, so, wir können doch mal einen Qualitätszirkel aufmachen, wo man einfach mal Menschen zusammenbringt an einer Schnittstelle zwischen Abteilungen, die wirklich die Arbeit machen und wir bringen die Menschen zusammen und die dürfen jetzt mal drüber reden, was dann alles nicht so gut läuft. Und dann packen wir auch mal die Methodenkiste wieder auf und sagen mal, okay, wir schauen uns mal die Verschwendungsarten an, vielleicht haben sie dann Ideen, was nicht so gut laufen kann.
Und dann ist wirklich einiges zustande gekommen. Und, aber das Kommunikationsthema ist definitiv ein Riesending. Zu den Qualitätsregeln sage ich dann nachher noch mal ein bisschen was. Bei all den Dingen, und das waren jetzt ja nur ein paar Beispiele, bei all den Dingen, die wir schon so ausprobiert haben, das war so wesentlich mehr auch noch, da habe ich mir dann irgendwann die Frage gestellt, warum funktioniert es denn alles nicht? Und warum funktioniert Lean möglicherweise nicht? Und man findet die Antwort nicht unbedingt immer im Unternehmen, und deswegen bin ich auch mal rausgegangen und habe mal in Büchern, in Blogs mich mit anderen Leuten unterhalten und mal geguckt, vielleicht können wir da uns was abgucken. Und das möchte ich einfach mal, was ich da so rausgefunden habe, hier auch mitteilen, weil ich denke, das könnte auch für andere ganz hilfreich sein. Und ich bin dann eben auf so jetzt mal 10 typische Lean Bugs, bitte entschuldigen Sie auch den vielen Text da drin, aber das kann man dann hinterher auch nochmal angucken, auf so 10 typische Lean Bugs gekommen. Der Begriff Bug kommt eigentlich eher aus dem, oder man kennt es aus der Programmierungswelt, aus der System- und IT-Welt. Allerdings ist der Begriff, kommt schon viel früher, ich glaube Edison hat ihn als erstes mal verwendet, hat gesagt, all diese kleinen Fehlerchen und Dinge, die nicht funktionieren, als er die Glühbirne so erfunden hat, das hat er als Bug bezeichnet. Die nerven ihn und die stören ihn und da kommt er eigentlich nicht vorwärts. Und so ist eigentlich der Begriff entstanden. Aber die haben ihm auch geholfen, weil er gemeint hat, so diese 2000 Versuche, die nicht funktioniert haben, bei jedem Versuch hat er mehr gelernt. Und ja, und wir schauen mal, was wir aus den Lean Bugs eben lernen können. Ein Bug, den ich so mit rausgefunden habe, Lean wird nur in Teilbereichen eingeführt. Wir kennen ja die Begriffe Lean Production, das gibt es mittlerweile, Lean Administration, Lean Service, Lean weiß nicht was. Im Endeffekt ist es ja alles immer nur ja, eine Betitelung von irgendwas, von den Denkweisen, die eigentlich dahinter stehen sollten. Was macht es so schwierig, wenn es nur in Teilbereichen eben eingeführt wird und nicht ganzheitlich gedacht wird, wie wir heute schon gehört haben? Unternehmen sind eben nicht immer nur so kleine Einheiten, sondern ein Unternehmen ist eigentlich ein Netzwerk aus Menschen und Prozessen und irgendwelchen anderen. IT ist noch mit drin und irgendwie hängt das alles miteinander zusammen. Und wenn man jetzt nur einen Teilbereich sich anguckt und dann mal nach Fehlern schaut, dann hat man vielleicht einen kleinen Bereich verbessert oder zieht da irgendwo so an einem Fehler und man hat einen kleinen Bereich verbessert. Aber ob dann das Gesamtsystem besser wird, das ist die Frage. Und das ist eine große Gefahr immer, dass man sich immer nur einen Teil anschaut. Und es ist genauso, diese Wolle hier, die zeigt es auch nochmal, wenn man die entwirren will und zieht es an einem bunten Faden und versucht, den rauszukriegen, irgendwie verknüllt sich das immer nur noch mehr wahrscheinlich. Wenn man jetzt nicht guckt, wie ist denn das Gesamtsystem aufgebaut. Von daher funktioniert es eben nicht, wenn man Lean nur in der Produktion einführt oder nur in der Verwaltung, in der Administration. Sondern eben, dass man immer ganzheitlich denkt und in letzter Konsequenz auch die Umwelt, also auch die Kunden hauptsächlich ja, mit einbindet, aber das auch bis zu den Lieferanten und denjenigen, die uns die Vorleistungen zur Verfügung stellen, die mit einbezieht. Lean Bug 2, und das ist uns tatsächlich auch passiert, dass wir irgendwann so flache Hierarchien hatten. Was passiert denn dann? Die Führungskräfte, die schaffen es mittlerweile, bei uns, wir haben teilweise sogar dann Führungskräfte gehabt, aus verschiedenen Gründen sind dann Teamleiter oder Bereichsleiter oder wie auch immer weggefallen, hat man gesagt, wir versuchen das dann so hinzukriegen. Oder man hat Bereiche zusammengelegt, aber dann eine Führungskraft immer noch dafür gehabt und nicht keine andere geeignete gefunden so schnell. Und dann ist es passiert, dass wir hier wirklich bei einer Führungskraft teilweise 23, 24, 25 Mitarbeiter drunter hatten. Und dann können Sie sich vorstellen, was da passiert. Dann ist diese Führungskraft nämlich immer nur noch mit ja, am Hinterherrennen und richtig am Führen und die Mitarbeiter entwickeln und was nicht alles zur Führung dazugehört, die funktioniert da einfach nicht mehr. Und es ist eine große Gefahr, dass die Führungskraft dann förmlich ins Alltagsgeschäft reingesogen wird.
Weil da, die Mitarbeiter, die stehen dann irgendwann da, was soll ich denn jetzt machen? Und dann rennen sie die ganze Zeit zur Führungskraft oder helfen sich selber und entwickeln dann Prozesse außenrum, weil die Hauptprozesse oder die Standards nicht funktionieren mehr. Und es verursacht einen Haufen an Verschwendung. Veränderung ist dadurch kaum noch möglich, weil wer will denn die Veränderung führen und leiten? Also irgendwie Lean-Führung kann nicht stattfinden, ja, und für Führen vor Ort schon gar nicht mehr. Das ist wirklich, wirklich schwierig. Nächster Lean-Bug ist man meint manchmal, Lean könnte irgendwie nebenbei funktionieren. Und ich habe auch schon mitbekommen in Unternehmen, da kriegt jetzt irgendwie ein Ingenieur oder ein Projektleiter, weil er das so gut macht und so gut kann, kriegt er jetzt nochmal zusätzlich noch, komm, mach mal Lean mit, das führen wir jetzt mal im Unternehmen ein. Aber das ist, was die Gefahr ist, nämlich Lean oder überhaupt sich mit Veränderungen zu beschäftigen, da stecken ja viele Gewohnheiten drin. Also jeder, von der Mitarbeiter bis zur Führungskraft, die haben alle meistens aus guter Absicht irgendwelche Gewohnheiten sich angeeignet, weil es hat irgendwann mal funktioniert, nur funktioniert es heute auch noch. Also kommt man mit diesen Gewohnheiten und mit diesen Lösungsansätzen, die man sich irgendwann festgelegt hat und die uns geholfen haben, kommt man da weiter. Wenn man jetzt Lean als, da steckt ja viel drin, Lean Thinking, also die ganzen Prinzipien, die dahinter stecken. Vielleicht will man ein Shopfloor-Management einführen, um diese Kommunikation stattfinden zu lassen. Oder man will Methoden, ich will mal strukturiert an die Problemlösung drangehen und geht das Ganze mit einem PDCA-Zyklus an und so weiter. Das sind ja alles ganz neue Dinge und diese ganz neuen Dinge, die funktionieren eben nicht mal so nebenbei und man muss ständig dranbleiben und auch gucken, jetzt gehe ich mal einen Schritt nach dem anderen, probiere die Dinge aus und nebenbei funktioniert es einfach nicht. Man muss die Zeit dafür auch haben. Was nämlich passiert ist, wenn man das nebenbei macht, man ist erst am Anfang euphorisch und probiert mal Dinge aus, man hat erste Erfolge und auch die Führungskräfte sagen, yippie, das funktioniert und am Ende schleift sich dann so langsam wieder schleifen sich die alten Gewohnheiten ein. Das ist auch noch keine Antwort darauf, was man denn tatsächlich machen soll. Das ist nur ein Hinweis, so einfach geht es nicht. Ja. Lean Bug 4, Lean wird auf Tools und Methoden reduziert. Die Tools und Methoden haben wir auch. In die Falle bin ich auch selber schon reingetreten, dass ich gesagt habe, jetzt haben wir schön, ich habe Lean Six Sigma Ausbildung gemacht und jetzt setze ich mal diese Methoden ein und versuche mal da wirklich das anzuwenden und vielleicht sogar die Mitarbeiter mit einzubinden und irgendwie bin ich dann auf Granit gestoßen teilweise. Vielleicht war es auch nicht die richtige Methode und vielleicht habe ich es auch nicht richtig angewendet. Ja, und es ist noch massig Zeit auch. Und das ist, ich glaube, die Kunst ist es tatsächlich, zum richtigen Zeitpunkt in den Werkzeugkoffer zu greifen und das Richtige rauszuholen. Dazu braucht es auch die Methoden und dazu ist es auch wichtig, dass man die versteht und auch dann richtig mal anwendet und vielleicht auch von irgendjemand erklärt bekommt, wie es dann wirklich funktioniert und bei anderen vielleicht auch anschaut, wie es wirklich funktioniert. Nummer 5. Lean wird im Standgas angegangen, es passt so ein bisschen mit nebenbei. Das funktioniert eben nicht, also wenn das irgendwo auf irgendeiner Ebene gesagt wird, hier mach mal, die Toyota Charta und diese ganzen Dinge da raus zu exerzieren, zu sagen, was, jetzt mach mal das mal und dann wird es schon irgendwie funktionieren. Das funktioniert nicht und man muss wirklich auf allen Ebenen, die Frage war ja vorhin auch, macht der Werksleiter mit oder macht er nicht mit? Es funktioniert, glaube ich, nur, wenn alle mitmachen oder nur richtig gut, wenn alle mitmachen. Und wenn die Überzeugung nicht da ist, auch bei den Führungskräften, wenn die sagen, hier, ihr Mitarbeiter, ihr verbessert jetzt mal und das hilft einfach nur wenig, weil das muss jeder mit einbezogen werden. Nummer 6, die Vorbilder, die in Vorbilder fehlen. Und das ist, denke ich, einer der größten Faktoren. Wenn nämlich Mitarbeiter gesagt bekommen, hier, jetzt
es ist deine Aufgabe, die Dinge zu verbessern. Wir haben hier einen Haufen Fehler, wir wollen besser werden, wir wollen die Automatisierung nach oben bringen und so weiter und wir wollen unsere Gewohnheiten ändern. Ja, Gewohnheiten, da sind wir schon wieder dabei. Wenn die Führungskräfte nicht dabei sind und nicht Vorbild sind für die Mitarbeiter und wenn die, vor allem die dann am Shop oder Office Floor oder wie man es auch immer nennen möchte, wenn die nicht zeigen, wie es geht, wie sollen die Mitarbeiter das lernen? Und sie brauchen einfach, das ist auch der Unterschied vielleicht, ein Boss hat vielleicht immer gesagt, hier in die Richtung, mach mal. Und eine Führungskraft oder ein Leader, der zeigt eher, wie es funktionieren kann und nimmt aber auch alle mit. Manchmal muss es nicht immer so ausschauen, manchmal ist es auch so, wir zeigen jetzt mal, wie es funktioniert und dann gehe ich mal beiseite und jetzt macht mal. Das kann natürlich auch funktionieren. Wichtig sind auf jeden Fall die Vorbilder. Ja, das ist auch so eine Falle, in die ich selber persönlich auch reingetreten bin. Ich habe gesagt, wir haben jetzt so schöne Kennzahlen und KPIs. Da kann man ja schön sich überlegen, was man dann verbessern kann. Geht dann zu den Mitarbeitern und sagt, hier, da ist irgendwas nicht in Ordnung, das muss besser sein und ich habe auch schon die Idee mitgebracht. Ja, da kriegt man es natürlich umgesetzt. Also wir haben beispielsweise unseren Posteingangsprozess so umstrukturiert, weil die Post ist reingekommen, ich habe ja vorhin schon gesagt, da wird viel automatisiert, deswegen müssen wir die ganze Post sortieren, vorsortieren, dann wird sie eingescannt und dann ist aber Post dabei, die soll gar nicht eingescannt werden, sondern die braucht dann die Hauptbuchhaltung oder irgendeine andere Abteilung und die sagen dann, das hat früher nie funktioniert, deswegen will ich die Post selber haben und ich sortiere selber und dann gebe ich sie wieder zurück runter und dann sortiere die nochmal nach. Also teilweise war es wirklich so gravierend, dass da die Post mit der Rechnung teilweise 3-4 Mal angepackt wurde, bevor es dann überhaupt digitalisiert wurde. Dann ging es in eine Poststelle, wurde es bearbeitet, dann ging es hoch zu den Hauptbuchhaltungen, die haben es dann nochmal sortiert, nochmal bearbeitet, dann ging es runter in die Kreditorenbuchhaltung, die haben es dann auch gekriegt und bearbeitet und was dann nicht übrig geblieben ist, dann ist es wieder runter in die Poststelle gegangen, weil da wurde es gescannt. Also das sind Riesenschleifen. Und es war wirklich tatsächlich, das haben wir natürlich erkannt irgendwann, und haben dann schön den Prozess sich überlegt, haben auch woanders das angeguckt, wie die das denn machen und dann gesagt, das sind tolle Ideen, das machen wir jetzt bei uns jetzt auch. Aber sie glauben nicht, nachdem wir das vorgestellt haben, wie wir uns das vorstellen, von wegen, es wird unten alles sortiert und dann erst was in die anderen Abteilungen muss, dann geht es erst da hoch und der Rest wird dann sofort gescannt. Und sie glauben nicht, wie viele Widerstände bei den Mitarbeitern, die das tun sollen, bei den Mitarbeitern, die die Post erst später bekommen und sagen, nee, die ganze Zeit, die anderen, die machen das nicht richtig. Und selbst die Führungskräfte haben das teilweise gesagt, nö, das wollen wir nicht. Und das war unheimlich schwierig. Und da sieht man, das war für mich so ein Beispiel, im stillen Kämmerlein und die erst ganz spät einzubinden, das ist ein riesengroßer Fehler. Das kann funktionieren und am Ende haben wir das auch umgesetzt und haben die ganzen Schleifen, Bearbeitungsschleifen wegbekommen. Nur der Kraftakt war doch relativ groß. Und das ist nur ein kleines Beispiel. Wenn man jetzt so eine ganze Fabrik umbaut und würde das machen, dann würde gar nicht funktionieren so richtig, weil da ist der Widerstand ja noch größer. Lean Bug Nummer 8, Motivation geht verloren. Das ist auch so ein bisschen nebenbei. Das ist so vielleicht so ein Thema. Lean wird meines Erachtens, was ich zumindest mitbekommen habe, ganz oft als Projekt gesehen. Er sagt, wir machen jetzt mal ein Lean-Projekt und das in 3 Jahren müssen wir da fertig sein mit und dann ist alles gut, dann ist besser. Deshalb habe ich noch eine schöne Geschichte, jetzt nicht bei uns im Shared Service Center, aber das habe ich von der Produktion in Zementwerken, die haben ja auch sowas wie ZIP-Programm ins Leben gerufen, Continuous Improvement Program, was in die gleiche Richtung geht. Und haben das ein Jahr lang gemacht und haben da Verbesserungsprojekte ins Leben gerufen, die Mitarbeiter eingebunden, Shopfloor-Management eingeführt und weiß nicht alles. Und dann war nach einem Jahr eine große Präsentation, dann ist dann der General Manager von Deutschland vorbeigekommen und hat sich das alles angeguckt. Und nachdem der weg war, haben schon die ersten Mitarbeiter gesagt, jo, endlich ist das abgeschlossen. Ja. So viel zur kontinuierlichen Verbesserung. Ja.
Also das ist wirklich eine Gefahr, das als Projekt zu sehen. Irgendwann muss es, wenn man das richtig versteht, auch zur Gewohnheit werden, zum Programm werden und ja, in die DNA übergeben. So sagt man es ja immer. Und es wirklich nicht dran denken, so in 3 Jahren muss das abgeschlossen sein. Und das ist nicht leicht, ja. Das ist nicht mit dem Fingerschnipp gemacht. Leanbug Nummer 9. Ja, Firefighting verhindert echte Verbesserungen. Das ist so, was ganz oft passiert auch mit solchen flachen Hierarchien, was ich vorhin schon gemeint hatte. Da ist nämlich wirklich das passiert, da kommt der eine Mitarbeiter und dann kommt der nächste und sagt, ich habe ein Problem. Okay, dann kümmern wir uns darum. Und die Führungskraft, die rennt dann einem Fehler dem anderen hinterher. Nur was man dann vergisst und was das so gefährlich macht, ist, dadurch verbessert sich nicht unbedingt was. Das heißt, man verliert die Vision und das Ziel aus den Augen und stopft vielleicht die Löcher. Nee, stopft noch nicht mal die Löcher. Man schraubt, wenn man es mit dem Auto vergleicht, man schraubt die Birnchen, die so schön blinken, Achtung, Öl nachfüllen, man schraubt die einfach aus und fertig. Das ist dann das, was eigentlich passiert, wenn man sich um diese ganzen kleinen Problemchen kümmert und nicht mal die Zeit nimmt, sich mal zu investieren und grundsätzlich von vorne durchzudenken, was würde uns denn wirklich helfen und wo sind denn die Ursachen tatsächlich? Und wie kriegt man die abgestellt? Und das ist eine Riesengefahr. Und warum schlittert man überhaupt immer wieder da rein, ist eben die Gewohnheiten, die wir vorhin schon hatten. Weil das hat ja alles immer ganz gut funktioniert in der Vergangenheit. Aus dem Bauchgefühl raus würde ich sagen, das liegt daran. Und man denkt relativ schnell in Lösungen und sagt, wenn ich das jetzt umsetze, dann muss es funktionieren. Und fertig. Das geht eben nicht immer so. Nummer 10. Das ist auch so eine Gefahr, dass Leanwurf oder überhaupt die Verbesserungsarbeit nur durch Experten gemacht wird. Da habe ich mal von meinen Kollegen hier zur Geburt von meiner Tochter so ein kleines Body geschenkt bekommen. Auf der anderen Seite steht noch, jetzt optimiert Papa auch noch die Wickelprozesse. Naja, das funktioniert nicht wirklich. Was ich aber hier aussagen möchte, ist, ich mache das ja mittlerweile ein paar Jahre und das kriege ich jetzt immer mehr mit. Den Einsatz, den ich gezeigt habe in den letzten Jahren, von wegen, ich gehe da rein und verbessere jetzt was mit den Kollegen vielleicht oder auch vielleicht selber und gehe dann wieder raus, das ist nicht wirklich nachhaltig. Natürlich hat man was verbessert, die Kosten sind runtergegangen oder man hat zumindest die Kosten stabil halten können, trotz Personalkostensteigerungen oder wie auch immer. Man hat sich einige Fehler ausgemerzt durch die Six Sigma-Projekte, durch weiß nicht was. Aber so nachhaltig ist es nicht. Und ich denke, das ist auch, was wir jetzt für uns selbst, für die Zukunft mitnehmen, dass wir die Teamleiter, nachdem wir gesehen haben, die Hierarchien sind so flach, dass wir hier noch Teamleiter mit eingeführt haben, die wirklich am Ort des Geschehens das möglichst selbst mit ihren Teams die Verbesserungen leisten sollen und dass wir die darin mehr begleiten und denen selbst die Methoden und die Möglichkeiten an die Hand geben und schauen, dass sie am Shopfloor oder am Officefloor bei uns oder wo auch immer das selbst machen können. Und das ist auch ganz klar, das funktioniert nur, wenn man nicht nur top-down die Abteilungsleiter oder wir als Experten von der Seite reinkommen und irgendwas verbessern, sondern die Mitarbeiter mitnehmen und sagen, was könnt ihr denn dazu beitragen? Und mehr die Fragen stellen, wie funktioniert es denn, was kann man denn tun, als Lösungen vorzugeben. Das ist so eine der Dinge, die wir mitnehmen. Und dazu, ja, sind eigentlich die 5 Minuten schon rum? Ja, ne? Schon lange. Okay, dazu wollen wir natürlich nicht nur da haben wir jetzt Teams, die sich eben um die Verbesserungen kümmern, für die Arbeit selber vor Ort. Und mit Qualitätszirkeln versuchen wir auch die Kommunikation zwischen den Teams stattfinden zu lassen. Und erste Rückmeldungen kamen auch von den Mitarbeitern. Jetzt habe ich endlich mal das Gefühl, dass man was bewirken kann, dass man da mitmachen kann. Und das fand ich eine sehr spannende und eine gute Rückmeldung. Und ich hoffe, dass wir da weiter unterwegs sein können und dass es uns wirklich tatsächlich hilft.
Und damit würde ich sagen, ich hätte noch ein paar Folien, aber ich glaube, das ist ein guter Break für heute. Danke. Haben Sie ähnliche Erfahrungen bei Fragen, Ideen, Anmerkungen? Herr Professor Süska, ich komme und wir haben ja auch noch Hinweis vom Herrn Professor Süska, noch einen Verbesserungsvorschlag für dich. Ja, ich komme Ihnen gerade mal ein Stückchen entgegen. Sie haben gesagt, Sie haben ein eigenes Kennzahlensystem aufgebaut. Das ist anders als die Kennzahlen, die Sie an die Gruppe berichten. Ja. Die Sie für Ihre eigene Arbeit brauchen. Wäre es jetzt nicht aufrecht, der Gruppe genau das zu sagen, dass Sie nach anderen Kennzahlen arbeiten, als Sie gemonitort werden? Das weiß die Gruppe schon. Ja, also wir sind ja auch in Dialog mit der Gruppe. Und das weiß die schon. Was die tatsächlich noch für die Benchmarks nutzen, sind die Kennzahlen, die bisher da sind. Das sind ja schon auch gute Kennzahlen, um irgendwie so einen Indikator dafür zu bekommen, ob das, was wir tun, richtig funktioniert oder nicht. Allerdings zur Steuerung in den Teams funktioniert es wieder nicht. Das ist wie wenn man so sagt, ich gucke mir am Ende des Jahres mal an, was unten in der Bilanz unten steht und schaue dann, oder was in der GNV unten steht, und schaue dann, ob das Ergebnis gut ist oder nicht. Das hilft aber zur Steuerung erstmal nicht und da muss man tiefer einsteigen. Und das ist, was wir mit den Kennzahlen jetzt, mit den internen, wie wir es nennen, bezwecken wollen. Wirklich den Teams was an die Hand zu geben, mal zu sagen, ihr könnt jetzt die Durchlaufzeit, das aber auf euer Team bezogen ist und nicht den Gesamtprozess jetzt unbedingt anguckt, sondern auf euer Team und auf eure Aufgabe bezogen, die könnt ihr nutzen und dann können wir mal schauen, wie können wir die verbessern. Ja. So, hier war noch eine Frage, einen kleinen Moment. Sie haben vorhin gesagt, Ihre KVPs, die Leute machen so Vorschläge, ja, kennt man ja. Wenn Vorschläge gemacht worden sind und die sind gesammelt worden, hatten Sie auch gesagt, anfänglich mal wurden die Listen immer länger, keiner hat sich darum gekümmert und so weiter. Wie machen Sie das heute, dass die Vorschläge umgesetzt werden? Ich meine, ein Vorschlag selber ist ja nichts wert. Deswegen finde ich auch so, dass man da was für bezahlt, eigentlich auch schlecht, sondern die Umsetzung ist ja das, was eigentlich den Wert bringt dann. Ja. Mhm. Wie setzen Sie das um? Die Frage haben wir uns auch mal gestellt und dann gesagt, wie macht man das denn idealerweise? Werden die Vorschläge genommen und dann kümmert sich die Führungskraft darum, dass es umgesetzt wird? Oder schaffen wir es nicht eher, dass man sagt, wenn Vorschläge schon reinkommen, wie können wir denn die Mitarbeiter dann gleich damit einbinden, in den Dialog gehen und sagen, das ist dein Vorschlag und möchtest du das selber umsetzen? Oder dann gibt es aber Vorschläge, die können die Mitarbeiter nicht selber umsetzen. Da müssen wieder andere mit einbezogen werden. Dann überlegt man sich dann einfach fallbezogen, muss daraus jetzt ein Projekt gemacht werden, wo man andere mit einbeziehen muss? Kann das der Mitarbeiter selber? Muss das oder kann das nur die Führungskraft, weil da irgendeine Entscheidung getroffen werden muss? Aber in erster Linie, der erste Schritt ist immer, auf die Mitarbeiter zuzugehen und zu sagen, was steckt denn hinter dieser Idee? Und darüber nochmal zu sprechen. Und dann zu gucken, welche Ideen werden denn tatsächlich umgesetzt? Also auch gemeinsam da ein bisschen entscheiden, was wird denn umgesetzt? Weil nicht jede Idee ist gleich sinnvoll oder passt in den Gesamtzusammenhang. Manchmal weiß der Mitarbeiter einfach nicht, sagt, wenn wir die jetzt umsetzen, dann haben wir uns zwar optimiert, aber den Gesamtprozess nicht betrachtet. Und da versuchen wir einfach drüber zu sprechen und transparent zu machen. Also, wir haben das gleiche Thema bei uns gehabt. Im Endeffekt diese Ideen dann aufgreifen, weil wir dachten, früher die Ingenieure kümmern sich um diese ganzen kleinen Dinge. Das ist aber viel zu doof für die Ingenieure, die wollen die großen Sachen machen. Ja. Diese kleinen Shopfloor-Sachen, ja, toll sind, die viele Probleme haben, weil es tagtäglich im Endeffekt eine Verbesserung ist. Das übergeht man in diese KVP-Umsätze, die freigestellt sind im Produktionsumfeld, die haben auch so einen kleinen Job. Und die kümmern sich im Endeffekt darum, diese Dinge umzusetzen. Mhm. Ich nur ganz kurz anmerken, meine Vision wäre ja, wir können die Liste komplett abschaffen. Denn wenn wir in den Teams wirklich mit den Mitarbeitern zusammenarbeiten und sagen, die Führungskräfte führen die Teams vor Ort, dann kommen die Ideen hoch
Und die können das selber umsetzen. Was sie nicht selber umsetzen können, geben sie einfach in die nächste Stufe weiter oder binden die Stufen eben ein. Dann funktioniert das ganz von alleine. Und dann brauchen wir, glaube ich, kein Vorschlagswesen mehr. Also das wäre so ein Idealbild, aber das... Ja. Ich möchte es nochmal aufgreifen, weil wir auch ein bisschen über der Zeit sind. Ja. Wir sind ja hier auch so in einem Prozess, in einem Verbesserungsprozess, und Professor Süska hat einen Verbesserungsvorschlag für das Heidelberg Zement Shared Service Center. Da haben wir mal recherchiert, und da gibt es in der Grundidee von Digital 4.0 und so weiter, haben wir geguckt, und das wäre unser Verbesserungsvorschlag. Gut, ja. Lieber Jan, herzlichen Dank. Danke.